Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Live-Haul. Wir shoppen heute endlich wieder live im Kick. Ich freue mich riesig drauf. Und ich würde sagen, ohne viel Quatsche, jetzt viel Spaß mit dem Video. Wo fangen wir denn heute mal an? Ich glaube, ich gehe mal erst hier rum. Guck mal, ich habe hier diese schöne Kuscheljacke gefunden. Bei den Jungs hängt die. Die ist schon runtergesetzt. 5,99 nur noch. Hübsch aus. Die gibt es auch bei den Mädchen. Ich glaube, die habe ich euch aber schon gezeigt. Die hier, süß, ne? Und hier drüben hängen auch noch die ganzen Sommershorts, kurzen Hosen. Guck mal, wie niedlich die sind. Die sind, glaube ich, auch runtergesetzt. Ich guck mal. Ja, genau, guck mal, die ist auch runtergesetzt. 1,99 nur. Richtig hübsch. Hier haben wir dann neue Sachen. Zum Beispiel das hier, so ein Zweier-Set. Richtig hübsch. Und das kostet 5 Euro rund. Die sind echt niedlich. Und hier unten hängen noch süße Kleider. Die sind auch neu. Richtig süß. Tolle Farben. Und ich sehe gerade, die haben wir auch. Aber in so einem hellen Rosaton. Die sind richtig cool für den Übergang. 14,99 kostet da eine. Also für den Übergang sind die wirklich richtig klasse, wenn man nicht so wirklich weiß, kalt, warm und so. Richtig perfekt dafür. Kann ich empfehlen. Und hier ist auch noch was in lila. Süßes Kleidchen mit Schmetterlingen. 3,99. Da kann doch der Frühling und der Sommer kommen. Die sehen echt mega schön aus. Oh, guck mal, es gibt schon Badezeugs. Wobei ich nicht verstehe, warum man das nicht einfach ja das ganze Jahr über hat, weil man kann ja auch in der Halle baden. Aber ja, hier ist es halt so saisonabhängig. Hier sind die Jungs, guck mal, auch mit Dinos sogar. Also Dinos sind immer noch in irgendwie. Und diese leuchtende Farbe hier sieht doch auch richtig klasse aus. Gefällt mir richtig gut, da fällt man auf. Aber die haben ja auch so eine Folienballons. Und ich finde das cool, guck mal, die haben ja auch so eine Ananas, habe ich auch noch nicht gesehen. 1,49 kostet die. Machen wir mal hier mit den kleinen Jungs weiter. Und anscheinend, wie gesagt, ist Dino-Zeugs immer noch in Pullover. Der hier oben. Der ist so zweifarbig an den Ärmeln. Guck mal. 8,99. Also der gefällt mir auch richtig gut, finde ich cool so mit den Ärmeln, sieht richtig toll aus. Und mir fällt auch noch diese, ja, ich sag jetzt mal Jacke dazu. Ist ja auch eher so für den Übergang, würde ich sagen. 9,99, die sieht auch fesch aus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang weiter. Ach, und hier ist noch die aktuelle Rabattaktion, kann man auch nochmal sparen. Und das hier sind die kleinen Jungs. Auch coole Shirts hier. Und hier sind die noch kleineren. Das ist ja auch niedlich hier mit Mickey Maus. Das ist auch niedlich. Snoopy, was kostest du denn? Und, na, komm doch her. Und damals 6,99, knapp 7 Euro. Niedlich. Und das hier finde ich auch hübsch, guck mal. Niedlich gemacht, auch die Farben, 3,99. Und hier kommen die kleinen Mädchen, also die ganz kleinen. Ach süß, Minnie Maus. Und Zweiteiler für 9,99. Auch das hier daneben, das sieht ja auch mega hübsch aus. Die Farbzusammenstellung finde ich cool. Sieht echt süß aus. Oh, der Stoff, der ist auch toll. Das ist nicht so ein super leichter, dünner Stoff. Der ist schon echt fest. 7,99. Und auch bei den kleinen Mädels sind hier echt süße Teilchen wieder dabei, muss ich sagen. Das Gestreifte finde ich ja auch richtig hübsch. Oder das hier daneben, das finde ich auch mal toll, so zum Drüberziehen, wenn man nur ein Shirt dann hat und noch was Leichtes drüber braucht. 7 Euro. Das ist richtig cool. Sowas kaufe ich auch sehr gern. Einfach so locker leicht zum drüberziehen. Und was haben wir hier oben noch? Oh, Einhorn, das sieht ja auch süß aus. Und dann machen wir mal hier drüben weiter bei den kleinen Babys. Oh, süß, diese kleinen Mini-Schüchen.
Die sind ja eher nur zum hübsch aussehen. Und das tun sie, glaube ich, auch. Die hier glitzern. 2,99, die sind sogar runtergesetzt. Und diese kleinen süßen Kuscheldecken hier sind auch mega niedlich für die Babys. Hier sehe ich gerade, hier gibt es jetzt so dünne. Kostet 3,99. Ist relativ dünn, aber finde ich cool, auch zum drunterlegen. Und hier sind noch so ganz dicke. Die haben wir auch. Ich glaube, wir haben sogar zwei Stück. Und da kostet eine 7,99. Also die sind auch wirklich richtig cool. Die halten auch einiges aus, muss ich sagen. Wir haben die schon so oft gewaschen. Oh, ich glaube, es gibt neue Sets. Olaf zum Beispiel, Paw Patrol gibt es auch. Oder Frozen, Entschuldigung. 5 Euro kostet da ein so ein Set. Also ich persönlich kenne sie noch nicht. Oder sie sind mir nicht aufgefallen. Die Trinkbecher hier sind auch cool, sind allerdings teuer. Und hier haben wir noch so eine kleinen süßen Döschen entdeckt. Die sind auch putzig. Gibt es auch verschiedene. Und Frozen ist natürlich ganz in. Eine süße Sternchenlichterkette. 4 Euro kosten die. Sehen süß aus. Und da sehe ich doch noch was. Ein Sandwichmaker. 13 Euro. Ich glaube, die anderen Geräte hier habe ich schon mal gesehen. Aber den habe ich vorher mal nicht gesehen. Ja, die anderen kenne ich schon alle. Oh, hier ein Multizerkleiner Schneider gibt es auch. Und hier haben wir noch Brettchen, Holzbrettchen und Frischhaltedosen. Oh, die finde ich jetzt ein bisschen teuer. 4 Euro. Finde ich ein bisschen hochpreisig jetzt irgendwie für Kick. Und die hier daneben kenne ich persönlich auch schon. Hier habe ich noch was entdeckt, so eine Aufbewahrungsboxen. Und was wie so ein kleines Regal gemacht für 8 Euro. Das finde ich ja sehr interessant, muss ich sagen. Aktuelle Osterdeko. Ich glaube, hier ist noch so ein bisschen was dazugekommen. Ich hatte ja vorhin mal schon ein bisschen abgefilmt. Die sind auch immer süß. Klein Häschen. Mit dem Puschelschwänzchen unten drin. Echt süß. Und ich sehe gerade hier so, sind die etwa schon runtergesetzt? Sind jetzt nur die grünen hier runtergesetzt oder alle? Ui, hier ist schon was aufgebaut mit ganz vielen Sommersachen. Also zum Beispiel so Eiswürfel und sowas wird alles schon mit angeboten. Cool. Schau mal, bei dem Ständer hier ist auch alles schon runtergesetzt. So eine Leggings hier zum Beispiel, 2,99. Die sind richtig schön. Die sind richtig schön kuschelig. Davon habe ich auch einige, kann ich empfehlen. Die sind echt ganz toll, halten auch gut warm. Auch die hier, so eine dickeren Hausschüchchen runtergesetzt. Und hier unten, guck mal, gibt es so Schals. Die sind echt hübsch. Und auch die sind alle runtergesetzt. Also hier kann man noch so einige Schnäppchen erstöbern, wenn man möchte. Einfach mal durchschauen. Oh, es gibt sogar elektrische Zahnbürsten. Das hier sind jetzt die für Kinder, 10 Euro. Das wusste ich gar nicht, dass die hier elektrische Zahnbürsten anbieten. Okay. Und die haben hier sogar verschiedene. Einhorn haben wir hier. Und hier so habe ich noch eine schwarze. Ich denke mal, das ist dann so eine Art, die hier für Erwachsene, die anderen für die Kinder. Auch 10 Euro kostet die. Und hier oben sind dann gleich die Ersatzbürsten. 1,99 kostet da eins und Pack. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahnbürsten im Allgemeinen sind, aber um das einfach mal auszuprobieren und zu testen, ob das überhaupt was für einen ist, finde ich das cool. Ich bin bei den Damen angekommen und hier sehe ich gerade richtig schicke Shirts. Hübsch. Was kostet denn da ein so ein Shirt? 5 Euro. Sehen hübsch aus. Gefallen mir. Gibt es verschiedene. Hier ist der zweite aktuelle Dekotisch. Der ist so frühlingshaft gestaltet. Aber auch so ein bisschen Ostern ist dabei. Und die Körbchen. Da interessiert mich ja jetzt der Preis. Was kostest du denn? Na, 4 Euro, okay.
Ist so lala, würde ich sagen. Nicht günstig, aber ganz teuer auch nicht. Ich bin jetzt mal hier rumgegangen. Hier ist auch noch ganz tolle Deko. Und außerdem stehen hier noch so ein paar Häschen mit. Also hier ist auch noch Ostern mit dazwischen. Hier gibt es auch eine große Batterienauswahl. Hier wollte ich einfach mal durchschauen, was die hier so alles haben. Ich brauche auch immer welche für mein Mikro zum Beispiel, damit ihr mich hier gut hören könnt. Hier gibt es auch so günstige, okay. Und so den Deko-Pflanzen muss ich. Die hier fällt mir gleich auf. Die sieht echt hübsch aus. 8 Euro. Gefällt mir sehr gut. Oh, die hier sind ja auch hübsch. Voll schön. Wo haben wir hier den Preis? Das ist immer so versteckt mit dem Preis. 14,99 Euro. Oder die hier mit dem weißen Puschel dran. Auch hübsch. 12,99 Euro. Da oben haben wir es. Und die hier habe ich. Die ist auch cool. Und hier haben wir die aktuellen Männer. Da hängen jetzt richtig viele Shirts. Keine dicken Pullover mehr. Und so in, ja, neutral gehalten, würde ich jetzt sagen. Also hier ist nichts Buntes dabei oder so. Wirklich sehr neutral. Ui, hier gibt es auch so Sockensets. Hängen ja richtig viele. Auch verschiedene Farben. Was kostet ein so ein Set? Da haben wir es 3,99. Hier steht immer noch dieser Küchenwagen. Der ist jetzt nicht neu, immer noch 24,99 und hier unten dieser Beistelltisch, ich weiß nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe, 19,99. Ach, schau an, die haben jetzt auch hier diese Mülleimer, wo man so drauf drückt, hier auf diesem Deckel, drückt man hier einfach drauf und dann springt dieser Deckel so auf, die sind ja jetzt total in irgendwie. Und hier haben wir verschiedene Größen, der große kostet 12,99. Und was kostet der etwas kleinere? Ich muss mal drehen. Na, wo kommt denn der Preis? Da kommt er. Der kostet 7,99. Ui, guck mal, hier bei den Damen gibt es so ein Abteil, sag ich jetzt mal, mit Socken, mit Themen. Harry Potter Thema zum Beispiel. Und Snoopy ist auch dabei. Mickey Mouse. Und König der Löwen. Cool. Oh, was haben wir denn da? Die habe ich ja auch noch gar nicht gesehen. Die sind ja niedlich. Oh, die sind ja echt richtig schwer, muss ich sagen. Und gibt es auch noch einen kleinen. Auch niedlich. 1,99. Okay, das geht. Das ist süß. Ach, die Deko hier habe ich ja ganz vergessen. Auf dieser Seite hier gibt es auch schwarz-weiße Osterdeko. Also für mich ist Ostern bunt, aber wer das mag, hier gibt es auch, wie gesagt, schwarz-weiß. Ist auch sehr, sehr hübsch. Und hier geht es weiter mit bunt. Dafür bin ich jetzt persönlich. Also Häschenfiguren haben die echt ohne Ende hier, muss ich sagen. Oh, Servietten in schwarz-gold gibt es die jetzt. Also wie gesagt, ich bin eher für bunt. Die hier kosten 1,49 €, aber es gibt hier auch so eine. Oh, ich finde die hier so süß. Die gefallen mir richtig gut. 1,99 € oder der große hier so hinten. Guck mal, die hier. Die sind auch niedlich. Kann ich mir gerade gar nicht entscheiden. Hier habe ich noch was Neues entdeckt. Also das habe ich vorhin mal noch nicht gesehen. Guck mal. Um 5 Euro, okay. Und hier gibt es verschiedene. Dann gibt es auch noch so eine Teller. Die Häschen sind alle fest. Und die kosten alle 5 Euro. Und dann habe ich hier noch eins gesehen. Da sitzt nur ein Häschen drauf. Das hier. Und kostet auch 5 Euro. Oh, kennt jemand die hier? Habe ich noch nicht ausprobiert. Schreibt mir gerne mal, wie die sind. Da nimmt man einfach nur Milch und hat dann seinen Trinkhalm und dann ja, schmeckt das irgendwie danach. Oh, für die Mikrowelle sind die. Guck mal, Einhorn. Und kostet rund 10 Euro. Sind für die Mikrowelle gedacht. Was haben wir hier noch? Ein Pinguin.
Für 6,99 durfte dieser süße Badeanzug hier mit den niedlichen Seepferdchen hier drauf. Ist so lila-rosa, würde ich sagen. Ist so ein bisschen gemischter Ton hier. Sieht aber mega niedlich aus. Dann hat er hier noch so ein Rüschchen. Hier geht es auch noch weiter mit so ein paar Fransen. Die sind ein bisschen bunter gemacht. Und auf der Rückseite gibt es noch eine niedliche Schleife. Auch mega putzig. Hat sie sich selbst ausgesucht. Also es gab auch noch welche, die viel, viel günstiger waren, muss ich sagen. Die waren so 3,99. Sie hat sich jetzt für den hier entschieden. Aber wir haben auch, muss ich sagen, jetzt erstmal nicht auf den Preis geguckt, sondern sie sollte sich wirklich einen aussuchen, der ihr gefällt. Und dann ist es der hier geworden. Dann habe ich noch ein bisschen Osterdeko gefunden. Und da haben wir uns jetzt für den kleinen niedlichen Hasen hier entschieden. Guck mal, mega putzig. Der hat gekostet 1,99. Da gab es auch einen, den habe ich euch gezeigt, der war runtergesetzt. Und das war auch nur dieser eine. Es waren nicht diese ganzen grünen Häschen, die ich euch gezeigt habe, sondern es war nur dieser eine. Und zwar hatte der vorne so einen, ja, so einen kleinen Bubser, muss ich sagen. Der war einfach abgeplatzt. Und deswegen war der ein bisschen runtergesetzt. Daher habe ich mich so ein bisschen gewundert und dachte erst so, hä, ist die Osterdeko jetzt schon runtergesetzt? Aber nein, ist sie noch nicht. Also es war nur dieser eine, weil der eben vorne so ein bisschen leicht kaputt war quasi. Dann musste sich die kleine Maus unbedingt das hier noch aussuchen und mitnehmen, warum auch immer. Aber ist ja ganz niedlich, hat man eine süße, ja, Steindeko. Kann man ja sicher auch so ein bisschen mit in eine Pflanze legen oder so, habe ich gedacht. Und ja, hat auch nur 1 Euro gekostet. Von daher durfte sie sich das dann auch noch aussuchen. Und was zum Naschen haben wir noch gefunden? Die haben wir die mitgenommen von dem 2. Die haben gekostet 2,29. Ich weiß gar nicht, was ich vorher mal im Rewe bezahlt habe. Ich möchte fast sagen, sie waren dort ein bisschen teurer, aber ich will mich da jetzt nicht festlegen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich finde es jedenfalls gut. Hier sind so einzelne Tütchen drin und da kann man sich immer mal wieder eins rausnehmen und muss jetzt nicht die ganze Tüte auf einmal verbrauchen, weil sie dann ja nicht mehr schmecken oder hart werden oder so. Und auch wenn man diese größeren Tüten, finde ich, gut verschließt, irgendwie schmeckt das dann nach einer Weile trotzdem nicht mehr so gut. Und deswegen finde ich immer so einzelne Tütchen sind sehr praktisch. Wir sind durch, ihr Lieben. Das war unsere heutige Shoppingrunde und mein kleiner Einkauf quasi. Zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben, dass dir das Video gefallen hat. Darüber freue ich mich ganz besonders. Und lass mir doch auch gerne ein kostenloses Abo da. Dann verpasst du das nächste Video von mir auch nicht. Jetzt wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und sage bis ganz bald zum nächsten Video. Ciao!